Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die sich mehr Macht wünschen, vielleicht um andere Menschen auszunutzen oder zu unterdrücken. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die gegen die Macht, gegen die Mächtigen kämpfen, gegen die Bösen da oben. Und dann gibt es vielleicht andere, so wie dich und mich, wo wir uns die Frage stellen, ist Macht jetzt was Positives, was Negatives? Und ist es für deine Selbstständigkeit erforderlich? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und meine Aufgabe wird es sein, dir ein paar Tipps mitzugeben, die für dich als Unternehmer, als Selbstständiger oder vielleicht auch als Führungskraft wichtig sind, umzusetzen, um mit Macht besser umzugehen. Nun, was ist das überhaupt, das Thema Macht? Wie wird man mächtiger? Welche Konsequenzen hat das? Und da habe ich dir ein kleines Beispiel mitgemacht. Wenn du beispielsweise in einem Verein Mitglied wirst, dann ist es so, dass in diesem Verein, in jeder Gruppe gibt es irgendwo eine Führungssektion. Ich sage es mal, der Vorstand. Okay? Und wenn du jetzt hier reinkommst und dann sagst, Leute, ich will ganz gerne der neue Vorstand werden, es ist sehr wahrscheinlich, dass du Probleme bekommst, dass dieser Vorstand seinen Machtanspruch verteidigen will. Warum ist das so? Der erste wichtige Punkt, der mit Macht zu tun hat, ist, dass du eine Beziehung zu Menschen hast. Wenn du Menschen nicht kennst, wenn du zu diesem Verein, zu dieser Gruppe von Menschen keinen Kontakt hast, nun, dann wird es auch schwer, Macht auszuüben, weil diese Menschen dich nicht wählen werden, dir nicht die Erlaubnis geben können, dass du führst, dass du Entscheidungen triffst, dass du über sie Macht ausübst. Das bedeutet, der erste wichtige Punkt ist, Connection zu haben, Beziehung zu haben. Nun, das reicht aber alleine nicht aus, weil wenn die Menschen dich nicht mögen oder dich nicht kennen oder dich nicht haben wollen, dann werden sie auch bei der nächsten Mitgliederversammlung dich nicht wählen, sei es zum Betriebsrat, im Vorstand oder in der Politik. Das heißt, der zweite wichtige Punkt ist, dass du in der Beziehung zeigst, dass du in der Vergangenheit etwas geleistet hast, wo die Menschen dir vertrauen können. Nun, dieser Begriff, der heißt Reputation. Das ist der gute Ruf, den du haben solltest, dass du also in der Vergangenheit Früchte mitbringst, weshalb die Menschen sagen, wenn ich den hier reinwähle, dann fühle ich mich sicher in meinem Verein, der wird unseren Verein nicht kaputt machen, der wird die Firma nicht kaputt machen, der wird mich im Betriebsrat vertreten, der sollte mich als Politiker dann auch vertreten und das Gute in den politischen Entscheidungen für mich herbeiwirken. Das ist also der zweite wichtige Punkt. Erstens, dass du überhaupt Beziehungen zu Menschen hast, das kostet dich Zeit, ehrenamtliche Zeit. Und das zweite ist, dass du darauf achtest, dass du eine gute Reputation, einen guten Ruf aufbaust. Nun, aber auch diese beiden Punkte werden alleine nicht rausreichen, denn wenn du dich für dieses Vorstandsamt hier oben bewirbst, dann werden die Menschen auch darauf achten, was du kannst. Sprich also, was hast du gelernt? Welche Methoden hast du gelernt? Welche Qualifikationen bringst du mit? Welche Ausbildung, welche Fortbildung hast du gemacht und hast du diese Fortbildung wie ein Kapitän auch schon unter Beweis gestellt? Es gibt nicht viele Professoren, die einfach Theoretiker sind oder Akademiker, die Theoretiker sind. Es gibt viele Besserwisser, die Schlechtermacher sind, wenig, die auch tatsächlich etwas verursachen können. Nun, und wie heißt nun dieser dritte geheime Faktor, der dich mächtiger macht? Nun, da schauen wir uns das Wort Macht einfach mal an und stellen fest, dass es von dem Verb kommt, etwas machen zu können. Und was sind nur diese Dinge, etwas machen zu können? Ich weiß nicht, ob du einen Jahresabschluss machen kannst. Ich weiß nicht, ob du eine Veranstaltung, eine Gesellschaft oder Mitgliederversammlung vorbereiten, organisieren kannst. Ob du weißt, wie man Protokoll führt, ob du die Schreibmaschine oder den Laptop richtig bedienen kannst. Ich weiß nicht, ob du in der Lage bist, zu moderieren oder Konflikte zu schlichten. Ob du in der Lage bist, in demokratischen Umfeldern beispielsweise Abstimmungsverhältnisse einzuleiten, umzusetzen, zu protokollieren und rechtssicher abzubilden, sodass dann auf Vorstandsebene die Entscheidungen auch wirklich rechtlich wirksam werden. Du siehst schon an den Formulierungen, die ich gewählt habe, dass alleine dieses Gesellschaftsrecht oder die Fähigkeiten in Gruppen, Gemeinschaften, Entscheidungsflüsse zu bilden, zu protokollieren und rechtssicher abzubilden, das sind kleine Dinge, die einfach dazugehören, mächtiger zu sein. Und daher ist es einer der wichtigsten Punkte. Wenn du also mächtig sein willst, bedeutet mächtig auch automatisch kompetent zu sein. Bedeutet, dass du die Dinge kannst, die du auch tatsächlich hier oben in deiner Führungsposition brauchst. Denn das kriegen sofort entweder die alten Führungskräfte mit, die alten Alpha-Typen, dass du es nicht drauf hast. Und spätestens, wenn du einen Jahresabschluss machst, spätestens wenn du eine Veranstaltung organisiert hast, spätestens wenn du eine Zeit lang in deinem Amt tätig warst, sehen die anderen ganz genau, ob du mächtig bist, ob du es drauf hast, ob du kompetent bist.
Nun, was kannst du also machen, um deinen Machtstatus auszuüben? Nun, die drei Punkte stehen hier. Du kannst dafür sorgen, dass du noch mehr Beziehungen aufbaust, und zwar natürlich zu Menschen, wo es auch Sinn macht, Beziehungen aufzubauen, die auf dich Lust haben, wo ihr gemeinsame Interessen habt und wo die Menschen auch in eine gemeinsame, ähnliche Richtung sich entwickeln. Also die nicht schlafend in der Ecke rumliegen oder als Opfer unterwegs sind. Der zweite Punkt ist, dass du dir Gedanken machst, wo du Erfahrungen machen kannst, wo du vielleicht auch ehrenamtlich Führungspositionen übernehmen kannst, um besser zu werden, um Früchte zu produzieren, wo du vielleicht am Anfang kein Geld verdienst, aber die später in deinem Lebenslauf oder in deinen Bewerbungen wichtig sind, dass du beweisen kannst, dass du es drauf hast. Ich persönlich habe in über 13 Vereinen im Vorständen gearbeitet. Ich habe nie Geld bekommen, ich habe Geld meistens und Zeit mitgebracht. Ich war Kassenwart, Schatzmeister, Pressewart, Vorstandsvorsitzender, zweiter, dritter Vorsitzender in vielen, vielen Ämtern und jedes Mal habe ich gelernt und ich habe Reputation aufbauen können und ich habe gelernt, noch besser zu werden. Nun, der dritte Schritt, was du machen kannst, nachdem du diese Reputation aufgebaut hast, ist, dass du dir einen Kompetenzentwicklungsplan machst. Und hier habe ich auch ein Video aufgebaut, hier in dem Kanal, wo drin steht, was ein Kompetenzentwicklungsplan ist. Also zusammengefasst, mach dir Gedanken, wer du in 10 Jahren sein willst, was du alles kannst und dann such dir die entsprechenden Fortbildungen aus. Halte Zeit und Geld bereit, damit du das auch finanzieren kannst. Nun, Macht hört sich jetzt wesentlich undramatischer an, als in vielen Köpfen das emotional bedeutet und abgespeichert und vom Inhalt beigemessen wurde, sondern Macht bedeutet letztendlich nur, kannst du was, kannst du nichts, kannst du viel und das alles entscheidest du selbst. Höre also nicht auf, nach der Schule und nach deinem Abitur und nach deinem Studium aufzulernen. Höre am besten nie auf zu lernen, das macht dich nicht nur glücklicher, sondern kompetenter und mächtiger. Und den Einfluss deiner Macht, den du haben wirst, nun, der hängt zusammen mit der Anzahl der Beziehungen, die du verwaltest. Kennst du nur deinen Kumpel und deine drei Freunde oder Freundin und deine Familie, nun, dann wird sich dein Machteinfluss wahrscheinlich auch darauf beschränken. Wenn du aber für große Gemeinschaften, für Nationen oder politisch irgendwo Macht haben willst, nun, die darfst du dir verdienen. Versuche heute dir auch Gedanken zu machen, welche Strategen, Schlüsselpersonen, welche Vereine, welche Funktionen, da kannst du dich einbringen, sind frei, kannst du dich darauf hinbewerben und vor allen Dingen mache dir dann auch einen Plan, welche Qualifikationen und Kompetenzen du brauchst. Nun, dann ist es eine Frage der Zeit, weil diesen Plan, diese Konzeption, diese Vorstellung von Macht, nun, die haben wenige Menschen. Die meisten wollen sich hochaltern, reinschleimen, durch Bestechung reinkaufen, um dann an einer Position völlig fehl am Platz zu sein. Diese Menschen sind dann weder kompetent, noch haben sie die Früchte, die Reputation, die sie brauchen. Und meistens haben die Untergebenen sie nicht freiwillig gewählt, sondern sie sind unterdrückt. Und es ist eine Frage der Zeit, wann diese Menge aufsteht, um dich dann auch abzusetzen. Vielmehr macht es Sinn, wenn du beliebt bist, die Menge dich selbst in die Funktion reinhebt, weil sie weiß, deine Früchte der Vergangenheit, die haben es gezeigt, dass du es kannst und dass du in der Lage bist, nicht nur hohle Phrasen zu dreschen, also viel Donner im Mund zu haben, sondern dass du Blitz in der Hand hast, umsetzen kannst, deine Versprechen, die du abgegeben hast, auch einhalten kannst. Ich persönlich wünsche dir nun viel Erfolg auf dem Weg zu dem Machtstatus, den du verdient hast, weil du vorher gegeben hast, in dich investiert hast und jetzt auch in der Lage bist, reif bist, diese Position auch zu bekleiden. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.